Was sind denn die richtigen Signale, um zum Beispiel zu verhindern, dass die Türkei jetzt wieder Hunderttausende durchwinkt? Es gibt einen Deal mit der Türkei, der hat uns teures Geld gekostet als Europäische Union. Und insofern, glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn wir als Europäische Union geschlossen dem Präsidenten Erdogan vermitteln, dass wenn er sich nicht an diesen Deal hält, dass das Konsequenzen hat. Vom Abbruch der Beitrittsverhandlungen angefangen, was wir schon lange fordern, bis hin auch zu anderen wirtschaftlichen Konsequenzen für die Türkei. Ich glaube, wenn wir uns auf sein Spielfeld begeben und da jetzt wieder mit ihm in Verhandlungen einsteigen, dann werden wir immer mehr an ihn bezahlen und er wird immer mehr den Eindruck haben, dass er uns in der Hand hat. Ve şu anda Yunanistan'dalar. Geri geliyorlar. Çöt, çöt, çöt. Çöt bana, çöt et kafi. Dövüyorlar oradan, kurşunla vuruyor, dövüyorlar çok. Geçen... Was gerade stattfindet, ist der Versuch des türkischen Präsidenten, einen Angriff auf Europa zu organisieren, Menschen zu missbrauchen und Flüchtlinge und Migranten zu nutzen, um Druck auf die Europäische Union und Griechenland zu machen. Damit sich die Situation von 2015 nicht wiederhole, fordern Österreich und auch viele Unionspolitiker einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Dazu gehört auch, Griechenland zu helfen, das Migranten wie hier von einer Einreise auf die griechischen Inseln abhält.